Sie kämpft ihr erstes Jahr bei den Profis mit, doch ist schon jetzt eine der Größten. Die Judoka Lara Reimann hat gleich bei ihren ersten deutschen Einzelmeisterschaften im Seniorenbereich den 3. Platz belegt. Doch wer hätte auch etwas anderes gedacht? Neben der zweimaligen deutschen Meisterschaft im U21-Bereich 2015 und 2016 durfte die 20-Jährige im Spätsommer letzten Jahres bei den Mannschaftseuropameisterschaften in Malaga auch aufs oberste Treppchen. Alles in allem kann die Sportlerin des PSV Duisburg auf sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Und die Duisburgerin, die zurzeit eine Ausbildung zur Polizeikommissarin absolviert, hat den Großteil ihrer sportlichen Karriere noch vor sich. Ob sich diese erfolgreichen Jahre am Ende noch einmal auszahlen und die Duisburger Lara Reimann nach 2014 erneut zur Sportlerin des Jahres gewählt haben, das erfahren wir dann am 17. November im Theater am Marientor.